Lass ich uns jetzt mal hier reintreiben, oder? Hol, kommt aber bereitwillig mit.
Das Trinken darf man nicht vergessen. Da wäre einer nachgelaufen, hat alles hier. Da, ja! Da ist er gewesen. Er ist alles mit der Nase hinterher. Wie ich stehen gelassen habe, ist er auch wieder beigekommen. Aber kein großer. Hast du gesehen? Ich habe ihn einfach stehen lassen, dann ist er da wieder. Was ist denn das? Jetzt hat er ihn aber. Boah, spektakulär. Das ist ja krass. Nee, das kann nicht mal so. Sehr schöner Kerl. Feistes Kerlchen. Das war ja feist. Na gut. Achtung, da hinten kommt er gleich raus. Hi. Da ist er. Und wieder. Das ist ein schöner. Petri, Dank. Große. Sehr schöner Kerl. Aha. Schön reingeballert.
Ja, fast 80 würde ich sagen. Dann hol mal die Mitmasse raus. Wir haben ja eine parat, die nass ist. Dick? Jo. Der oder die. Soll ich ihn so nehmen, oder? Ja. Geht wahrscheinlich am besten. Schön. Oh, ist das schwer. Schwer. Oh, das ist zu groß für die Küche auf jeden Fall. Ja. Sind das deine Finger gerade, die bluten? Er, oder ist er das? Er mit. Ja. Ne, hatte ich doch nicht schlecht geschätzt. Also ist auf jeden Fall zu groß für die Küche, der 82. Schön. Also ich hatte jetzt auch ein paar Ö80er hier, aber alles alle dünn. Wirklich schön. Ja. Mitternachtssnack ist fertig. Wir haben echt, ich glaube, 0 Uhr gleich. Oh. 0 Uhr 8 sogar. Tatsächlich. Also Zeit zum Essen. Du hast eine feuerrote Nase. Du auch. Hast viel Sonne abgekriegt heute? Gestern schon. Ja. Wir sind verburnt. Auf, hol das Ding her jetzt. Ganz schön hier an die Klicke. Ja, und das steht ich. Weißt schon, wenn man den Löffel auf 100 Grad mehr hochgeheizt hast, dass ich jetzt gar nicht essen kann. Weil das Ding glüht. Das ist frech eigentlich von dir, dass du den da in dem heißen Fett drin lässt. Und du fängst jetzt an, ne? Klar. Das kann doch mal nicht wahr sein. Weil der Koch darf doch als erstes essen. Nee, normalerweise ist der als letztes dran. Ja, das Ding ist glühend heiß, der Löffel. Das habe ich extra gemacht. Ja, ich sehe es. Da verbrenne ich mir alles. Mhm. Gut. Das glaube ich dir sogar. Naja. Jetzt mal was anderes. Schmorkartoffeln waren das jetzt hier mit Speck und Zwiebel. Mhm. Und einen Schuss Apfelwein. Ja, klar. Und? Sehr gut. Sehr gut.
schön den Wanst vollgeschlagen und jetzt ab in die Koje, oder? Ja. So sieht's aus. Oh, das ist immer wieder herrlich. So, ist da hier unser Elektrolicht leuchtet. Da kann ich das andere jetzt ausschalten. Und wir fangen an zu schlummern. Also, gute Nacht. Gute Nacht.